Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der große Tag. Wir gehen den blauen Punkt untersuchen. Das wollten wir ja schon längst gemacht haben, aber jetzt ist es soweit. Dafür schnappen wir uns den Heli. Okay. Da ist der Helikopter. Dann fahren wir mal los. Hier ist ja gar nichts. Also entweder ist es dann in der Erde oder haben wir eine Wolke da oben drüber oder wir fahren mal hoch gucken. Ja, die Markierung war ein Flop. Nichts in der Erde, nichts oben am Himmel, nichts oben auf den Wolken. Ich springe noch mal neu ab. Hier unten ist aber gar nichts. Ja, ich habe hier ein Riesenloch gebuddelt und ich war oben. Da kommt mein Hubschrauber so langsam runter. Naja, der Autopilot funktioniert ja wenigstens. Dann verlassen wir hier das Biom und gehen zurück zu unserer Rakete. Klemmt schon wieder so ein Grüner. Ob ich den da erwische? Nein, ich füttere erst meine Rakete. So, jetzt kriege ich dich, du hast mich die ganze Zeit genervt. Ist es denn die Möglichkeit? Ja, gibt's nichts zu kichern. Die Händlerin, hat die noch was Schönes? Ein Herzchen kaufe ich mir noch. Ich habe genug Geld gesammelt. Extra Herz, ja. Und was ist das für ein Teil? Ein Hühnerei. Ja, komm, gib mein Hühnerei. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Eine Keule, um Dinosaurier zu sammeln, ist auch nicht schlecht. Und so ein Steinchen, weiß ich nicht, was man damit macht, kaufe ich mal. Ammonit, komm her. Okay. So, wir verlassen diese Welt. Hier wird es mir zu bunt.
Ja, diese Welt sieht gar nicht verkehrt aus, weil ein bisschen Schnee, Wasser und hier Grünzeug, da fahren wir hin. Na schön, wir sind schon wieder in einem Sumpf gefallen. Hier ist gerade eine Truhe, die nehmen wir uns natürlich mit. So, Truhe, was hast du denn Schönes? Einen goldenen Stein. Du bringst mir ein Fläschchen, das ist doch nett von dir. Ich nehme den Schirm, ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Hier gibt es ja auch genug am Land. Was ist das denn? Eine Forscherstation? Da fahren wir mal hin, da waren wir noch nicht. Zur Sicherheit eine Axt. Hallo, guten Tag. Erstmal ein bisschen aufräumen. Was ist das für einer? Ach, den haben wir ja schon. Wir sind stärker. Sehr schön. Schneemobile. Sorry, ich muss hier aufräumen. Ja, dann wollen wir mal sehen, was ich hier noch ergattern kann. Die Scheiben habe ich noch nicht, die kleinen hier. Und die etwas größeren, sehr schön. Was ist das? Ein Lämpchen? Dann gehen wir mal rein. Geht nicht. Schneemann, haben wir noch nicht. Da leuchten noch ein paar Blümchen. Endlich gibt es mal wieder Sachen zu sammeln. Die weißen Eichhörnchen haben wir auch noch nicht. Ach, die wollen Nüsse haben. Das haben wir doch. Komm her. Wenn du Missionen absolvierst, sind viele Gegenstände ganz in der Nähe. Aber einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Keine Angst, der Missionsgeber wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Ja, das hört man ja gerne. Super, ein weißes Eichhörnchen. Dieses Schneeblümchen haben wir auch noch nicht. Was ist das? Ein Schneehaufen? Ah, das ist herrlich, wenn es wieder was Neues gibt. Aber wir entfernen uns von der Superstadt hier.
Was ist das denn? Fahrzeug? Eine Rakete? Die muss ich gleich mal ausprobieren. Das Stromaggregat haben wir noch nicht. Das Schneemobil haben wir noch nicht. Was ist das denn für ein schönes Teil? Herrlich. Schöne Sachen. Was ist mit ihm hier? Den haben wir auch noch nicht. So, leuchtet noch was? Er hier. So, mit dir rede ich mal. Die Leute im Basislager fragen sich sicher schon, wo ich bleibe, wenn ich nur einen Funkturm hätte. Ein Funkturm? Wie sieht der aus? Ja, sowas habe ich noch nicht. Den muss ich erstmal suchen. Bist du dann Funkturm? Nein, das ist eine Truhe. Die werden wir erstmal plündern. Die ganzen Münzen überall verstreut. Gibt es denn sowas? So eine Unordnung? So, wo finde ich ein Funkturm? Es soll ja alles in der Nähe sein. Nehme ich doch mal hier das Fahrzeug. Oh, der flitzt aber. So, schauen wir mal, ob ich hier einen Funkturm finde. Das habe ich doch auch alles noch nicht. Schöne Sachen. Was ist das denn? Einen kleinen Container? Ach, die Betten. So, hier nehme ich mir ein bisschen Geld raus. Wo könnte ein Funkturm sein? Was ist das denn da oben? Das sieht doch wie ein Funkturm aus. Nein, das ist selbst gebaut. Ah, hier sind überall Truhen drin. Muss ich das alles mal untersuchen. Ist hier was drin? Nee. Okay. Ja, kein Funkturm, schade. So, wenn ich dir meine Spitzhacke gebe, dann passiert was? Wenn du mir eines meiner Werkzeuge bringst, gebe ich dir einen eisigen Gegenstand. Du willst mir doch wohl kein Eis geben, hoffentlich, gegen eine schöne Spitzhacke. Wow.
der gibt mir tatsächlich ein Eis am Stiel. Jetzt kann ich ihn entdecken. Och, das ist auch neu, diese Einstellung. Durch F drücken kann man den automatisch anwählen. Super. So, hier ist noch eine Truhe. Da nehmen wir mal wieder den Presslufthammer. Und los geht's. Super, gefunden. Ey, habe ich da meinen Tortenwerfer oder was war das? Hier ist es nur zu dunkel. Oder ist das ein Sahnewerfer? Ich muss mir das mal anschauen. Ein Tortenwerfer, ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Lass uns mal rausgehen, hier ist es mir zu dunkel. Dann nehmen wir mal unseren Regenschirm. Ich muss ja noch diese Antenne finden, wo mag die sein? Wow, voll auf einer Truhe. Was will der denn hier? Das ist meine Truhe, hau ab. War das ein Stückchen Straße? Ich hab's nicht gesehen. Okay, ich finde leider meine Antenne nicht. Die schnapp ich mal eben. Ja, du musst besser aufpassen, sonst bist du leichte Beute. Oh, da war was drin. Ein Edelstein. Herrlich. So, fremde Fahnen weg. Das ist hier mein Gebiet. Ich werde mal ins Inventar gucken. Vielleicht habe ich die Antenne ja als Steinset gekriegt. Da habe ich den Funkturm. Ich werd verrückt. Ein Iglu, das ist gut. Ein Dino-Gehege für die Dino-Forscherin. Ja, das habe ich jetzt alles in den Truhen gefunden. So, raus hier. Wer nervt denn da schon wieder die ganze Zeit? Ja, komm, gib her und die Sache ist erledigt. Mensch, stell dich nicht immer so an. Ja, dann suche ich mir noch mal schnell eine Forscherin, die eine Antenne will. Möchtest du? Ach, du möchtest eine Spitzhacke. Nein, das war nicht das Richtige. Wo war denn die Mission? Ja, da hinten sehe ich eine Forscherin. Da gehe ich mal hin. Hat die eine Quest für mich? Hallo? Nichts? Da ist ja noch einer. Hallöchen!
Hattest du nicht gerade was? Eine Spitzhacke? Nein. Hier. Hallo. Ja, nicht abhauen. Hallo. Hier geblieben. Und die Eichhörnchen hauen bitte ab. Ja, das ist die. Sie möchte eine Antenne. Jawohl. Die habe ich doch unter den Steinsets endlich gekriegt. Vor ein paar Stunden. Da ist sie, der Funkturm. So. Wo möchtest du den haben? Hier? Hier ist doch gut. Endlich die Quest geschafft. Aber sie will dann noch mehr, oder? Was jetzt? Brrr, ist mir kalt. Wenn ich ein Iglu hätte, würde das sicher helfen. Ja, ein Iglu hatte ich doch auch unter den Steinsets. Das nehme ich an. Für dich habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt hier ein Iglu bauen. Oh, ist das groß. Das ist ja ein Riesenklotz. Schön, ein Edelstein gekriegt. Super. Alles klar. Das freut mich ja. Wie sieht's denn da drin aus? Na, bist du jetzt zufrieden? Schön geräumig hier drin. Ich muss mal eben den Störenfried hier jagen. Der ist mich da am Nerven. Komm her, Freund. Du weißt doch, wie es geht. Gib her. Okay, das Fläschchen ist wichtig. Das kann man verkaufen. Okay, ja, dann habe ich diese Quest geschafft. Die Eichhörnchen sind ziemlich lästig. Auftrag erledigt. Dann würde ich sagen, das reicht für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Film. Ciao.